Zum Gedenken an die vor 75 Jahren in unserer Region zu betrauernden Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und bin dankbar für die Veranstaltungen zunächst am 9. Februar in Grünsbeck sowie heute hier in Donsbrücken. Mit dieser grenzüberschreitenden Gedenkfeier, mit einer ökumenischen Andacht, tragen Sie dazu bei, die Erinnerung zu bewahren. Dafür danke ich allen Beteiligten und Mitwirkenden sehr herzlich. Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag für das gemeinschaftliche Zusammenleben und zur Erhaltung des Friedens in Europa. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Erinnerung an Krieg und Terror, an die Opfer und die Ursachen, mahnt uns alle, dass wir uns für Frieden und Freiheit einsetzen müssen. Aus diesem sich erinnern und dem Gedenken erwächst auch die Verpflichtung zum Handeln. Deshalb haben die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft stets die wichtige Aufgabe, mit aller Kraft nach vernünftigen und friedlichen Lösungen zu suchen, etwa durch die Weiterentwicklung der Europäischen Union, deren friedenssichernde Funktion gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, damit Konflikte und der Einsatz von Gewalt vermieden werden. In diesem Sinne leistet auch die heutige Veranstaltung etwas sehr Positives und Zukunftsgerichtetes. Als Mahnung für Frieden, für Freiheit, für Toleranz und für Verständigung. Das bleibt aber auch unser aller Aufgabe, heute, morgen und übermorgen. Hierfür wünsche ich Gottes Segen und danke Ihnen fürs Zuhören. Der Retabel der Alliierten, der wir heute hier in Donsbrücken gedenken, liegt jetzt 75 Jahre zurück. Im Februar 1945 startete die entscheidende alliierte Offensive. In der Nacht des 7. Februar wurden unter anderem die Städte Kleve und Gorch schwer bombardiert. Am darauffolgenden Tag erfolgte die Bodenoffensive. Auf alliierter Seite waren fast 500.000 Soldaten mit rund 1.000 Artilleriegeschützen, 500 Panzern und über 70.000 weiteren Kraftfahrzeugen im Einsatz. Hier im Reichswald wurde erbittert bis zum Tod gekämpft. Die Operation Veritable, die Befreiung unserer Region, bezahlten mehr als 60.000 Menschen, davon erschütternd viele junge Menschen, mit ihrem Leben. Wenn wir in diesen Tagen, heute in Donsbrücken und vor einer Woche in Grünsbeck auf dem kanadischen Soldatenfriedhof, an die Operation erinnern, tun wir dies um der historischen Wende im Kriegsgeschehen, die letztendlich zur Kapitulation und zum Ende des Zweiten Weltkriegs führte, zu denken. Und wir tun dies aus mehrfachem Grund gemeinsam mit unseren niederländischen Nachbarn. Nicht nur, weil unser gemeinsamer Grenzraum damals der Schauplatz dieses tragischen Kampfes war, sondern auch, weil wir uns heute über die historische Bedeutung dieses Kampfes einig sind. Es war trotz der Leiden, die sich damals verbanden, sowohl für die Niederländer wie für uns Deutsche eine Befreiung. Und zwar eine Befreiung von einer Diktatur, die Deutschland ab 1933 zu einem Unrechtsstaat schlimmster Art hat werden lassen. Entrechtung, Faschismus, Rassenwahn, Folter, Euthanasie, Angriffskrieg, Folter, Mord, Massenmord bis hin zum Holocaust. Weltweites unendliches Leid mit mehr als 60 Millionen Toten forderte das Tun und die Tatenlosigkeit der Deutschen. Die nationalsozialistische Diktatur hätte nicht existieren können, wenn es dafür nicht die Unterstützung der Bevölkerung auch hier in Kleve gegeben hätte. Die alliierte Offensive Veritable werden die meisten Deutschen im Februar 1945 nicht als Befreiung empfunden haben. Höchstens hofften sie, dass der Schrecken des Krieges vorbei sein würde. Es hat bis in die späten 1960er Jahre gedauert, bis man sich in unserem Land mit den nationalsozialistischen Gräueltaten auseinandersetzte und Verantwortung übernahm. Erstmals im Jahr 1985 bezeichnete Bundespräsident Richard von Weizsäcker die alliierte Eroberung als Befreiung Deutschlands von der Nazi-Diktatur. Wieder 10 Jahre später, im Frühjahr 1994, haben Niederländer und Deutsche in Nimwegen und Kleve begonnen, sich gemeinsam an die Befreiung zu erinnern. Auf Initiative der Büren sonder Grenzen, Nachbarn ohne Grenzen, gab es seither immer wieder niederländische deutsche Veranstaltungen rund um den 5. bis 8. Mai. Seit Jahren arbeiten der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrücken und die Stiftung Grünsbeck Erbornfrinden gemeinsam gegen das Vergessen. Gemeinsame Gedenkveranstaltungen, dies und jenseits der Grenze,
sollen gerade junge Menschen inspirieren, aufrechte Demokraten zu sein und sich den Menschenrechten zu verpflichten. Derzeit wird gemeinsam gegen das Vergessen gearbeitet. Ein Aufruf zum Frieden, zur Menschlichkeit und zum gemeinsamen Miteinander. Ein großer Dank gilt all jenen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben, daran mitwirken und all jenen, die sich seit Jahren engagiert für die Demokratie, für die deutsch-niederländische Freundschaft, für Europa und somit für Frieden und Freiheit einsetzen. Ihr Einsatz, Ihr Engagement zeichnet Sie aus und verdient Respekt und höchste Achtung. Eine aufrichtige Dankbarkeit, die ich auch namens der Bürgerinnen dieser Stadt aussprechen darf, würdigt ihr tun. Vielen Dank dafür. Heute stehen wir hier zusammen. Hier an diesem Ort sind 2700 gefallene und Klever Lazaretten verstorbene Soldaten, zivile Opfer des Bombenangriffs auf Kleve und ukrainische Zwangsarbeiter und Unbekannte fanden hier ihre letzte Ruhestätte. An diesem würdevollen Ort, Teil der Liberation Route Europa, gedenken wir nun gemeinsam dem alliierten Sieg als Befreiung. Wir gedenken insbesondere der Opfer und unser tiefer Dank gilt insbesondere unseren niederländischen Nachbarn, die im Zeichen der Versöhnung gemeinsam heute Leben durchstehen. Aus Feinden sind Freunde geworden. Menschen mit Gleichheit, menschlichen Werten, die gemeinsam in Frieden und in Freiheit leben wollen. Wir, die wir hier heute stehen, sind umso schlimmer ist es, dass das Böse nicht überwunden ist und sich wieder zeigt. Erneut werden in Deutschland völkische Parolen laut, verüben rechte Extremisten Attentate, müssen Politiker und Juden um ihr Leben fürchten. Rassistische, antirechtsstaatliche Ideen gehen um und greifen rechtspopulistische Parteien, in denen solche Ideen leben, nach der Macht. Ich brauche hier nur an Halle und Thüringen zu erinnern. Insofern ist es umso wichtiger, sich zu positionieren und eben jeden Kräften entschieden, aber auch eben mit rechtsstaatlichen Mitteln entgegenzutreten. Ein klares Bekenntnis zur Demokratie, zu den Menschenrechten, ein klares Ja zur Europa.